Nach Dienstschluss hole ich mir ein dickes Salisbury Steak. Rühren. Was ist das? Terminal Master. Ja, also ich hätte gerne die Fatman, die Raketen, die Mini-Nuke. Darf ich das auch haben? Entschuldigung, Proktor Tegan. Komm näher, Ritter. Ich beiße nicht, versprochen. Auch wenn die mich in diesen verdammten Käfig gesperrt haben. Dann rein in den Raum. Keep your distance. Ist da doch sicher nicht ohne Grund drin. Vielleicht sollte ich besser auf Abstand bleiben. Ich mach mir doch nur einen kleinen Spaß mit dir, Ritter. Das hier ist das Versorgungslager. Und ich, wie du dir wohl schon denken kannst, bin der Quartiermeister des Schiffs, Proktor Tegan. Die Führungsriege hat mich hier eingesperrt, damit ich auf die Wertsachen der Bruderschaft aufpasse. Wenn du für eine Mission noch Vorräte brauchst, kannst du sie hier kaufen. Wertsachen? Moment mal. Kaufen? Seit wann verkauft das Militär Ausrüstung an seine eigenen Soldaten? Seit jemand einen Haufen Bomben abgeworfen und jede einzelne Fabrik in die Luft gejagt hat, die Waffen und Munition herstellt. Es kostet Kronkorken, die Bruderschaft zu versorgen, und jeder muss seinen Teil beitragen. Aber die gute Nachricht, dank der Kronkorken, die immer wieder reinkommen, kann ich dir auch Sachen abkaufen. Ich bin hauptsächlich an Waffen interessiert, aber ich nehme alles, was brauchbar ist. Wenn du dir natürlich einfach nur ein paar Kronkorken nebenher verdienen möchtest, dann hätte ich vielleicht Arbeit für dich. Von welcher Art von Arbeit nebenher sprechen wir hier? Oh nein, nein, nein. Nicht das, was du denkst. Es geht nur um ein wenig körperliche Arbeit und Kontakt mit den Farmen vor Ort. Und da ich hier diesen Ein-Mann-Zoo betreuen muss, brauche ich jemanden, der mir die Laufarbeit abnimmt. Wenn du mit den Begrüßungen fertig bist, können wir die Einzelheiten besprechen. In der Zwischenzeit, wenn du was anderes brauchst, eine Waffe, eine Mod oder auch nur Munition, musst du es nur sagen. Tegan. Schau bei mir vorbei, wenn du den Rest der Besatzung kennengelernt hast. Hätte eine Menge Arbeit für dich. Was meint ihr mit dem Farmen? Was ist denn mit dem Farmen? Brauchst du die noch? Ja, schnupper mal. Brauchst du die noch? Nee, ne? Brauchst du nicht mehr. Lol. Ich hab da was für dich. Hey, du hast da was vergessen. Da, gucke. Jetzt guck doch nicht so komisch, da liegt noch was. Los, wegmachen. Wir sollten also nicht bei vier haben, wenn alles in Waffen und Co. in diesen einzigen Raum passt. Ja, das stimmt. Sieht nicht nach sieht nicht nach viel aus. Kannst du doch verpressen oder überreden, der Bruderschaft Vorräte zu geben. So, glaube ich, habe ich nie gemacht. Weil es sind ja meine Siedlungen. Warum soll ich denn meine eigenen Siedlungen? Nee. Wir sollten die Vorräte auffüllen, bevor wir unsere nächste Mission beginnen. Ich empfehle, was von der Ausrüstung zurückzulassen.
Okay, Proctor, Quinlan, Ingram und Kate. Wer sind Kate? Dr. Ingram wollte den Anzug schon gestern getestet haben. Ja, ich weiß. Und wenn ich es nicht schaffe? Schaff es. Okay, klar. Feuer! Hab ich dir von meiner Bleibt Zeit alles zusammen? Glaub mir, das würdest du mitkriegen. Das ist eine Gut. Geschichte. Feuer! Okay, okay. Sieht alles gut aus. Und das Schiff ist auch nicht versenkt. Danke, Anwärter. Klar, jederzeit. Gott sei Dank. Der ist ja nur ein Anwärter. Geh mir aus den Augen, ey. Also bei Covenant, ne? Da kann ich auch einen Safe knacken. Der ist nicht rot. Der ist nicht als rot markiert, ja, der Safe. Aber wenn ich ihn knacke, kommen sie gleich alle angerannt und wollen mich umbringen. Cool. Okay. Wie schön. Okay. Meins. Eine Runde, Mama? Oder... Was kann man dann damit noch spielen? Mühle? Eine Runde Mühle? Ne, noch nicht. Ich frage jemand anders, okay? Fusion Core? Das ist meins. Aufzeichnungen. Eintrag 142. Ich kann das Leben auf der Pridwin in 4 Worten zusammenfassen. Mir fehlen die Feldeinsätze. Versteht mich nicht falsch. Die Forschung, die wir durchführen, ist echt spannend. Aber das Leben auf dem Schiff ist ein Albtraum. Ich bin 18 Stunden am Tag in dieser Metallröhre gefangen. Bin mir nicht sicher, was schlimmer riecht. Die Soldaten oder die Maulwurfsratten? Und was bei den Frontschweinen als Unterhaltung durchgeht, lässt Mutanten wie Professoren aussehen. Ich muss mal mit Dr. Quinlan reden. Kann doch nicht sein, dass Einsatzgelehrte unter solchen Bedingungen arbeiten müssen. Siri, wir sind Siri. Nie vergessen, ihr seid die Augen und Ohren der Bruderschaft. Wenn ihr was Verdächtiges hört oder seht, habt ihr die Pflicht, es sofort zu melden. Wir leben jetzt auf feindlichem Gebiet. Eure Wachsamkeit könnte über Leben und Tod entscheiden. Verstanden? Ja, Sir. Ja, Sir. Gut. Ad victoriam, Knappen. Ad victoriam. Ad victoriam. Wegtreten. Ich hätte auch gern diesen Rucksack. Kriege ich aber nicht. So. Das dürfte halten. Danke, Schwester. Wir müssten uns keine Sorgen machen, dass sie entkommen, wenn sie nicht auf dem Schiff wären. Bedenken zur Kenntnis genommen, Gelehrte. Richte Proctor Ingram meinen Dank dafür aus, dass ich dich ausleihen durfte. Ausleihen? Leben die Dinger noch? Nee, die sind tot. Sind Leichen. Wir haben sogar einen Synth. Was ist der denn aus? Hier ist ja überall Lametta drin. Die Person, die einen Befehl von Captain Kells nicht befolgt hat,
durfte Rost vom Rumpf der Pridwin abschaben. Von außen. Ich liebe alte Geräte und die sind einiges wert. Alter, haben sie die Augen rausgenommen? Nee, aber eins. Krass. Naraya, du kannst dir die Exemplare gern ansehen, aber bitte nichts anfassen. Ich übernehme keinerlei Verantwortung, wenn du dich verletzt. Sind das alles deine Kreaturen? Nun, sie sind Teil meiner Forschungsarbeit, wenn du das meinst. Ich stehe kurz davor, herauszufinden, wie die Körper dieser Kreaturen sich an die Strahlung, die ihren Lebensraum kontaminiert, angepasst haben. Wenn ich den Code knacken kann, kann ich unsere Truppen mit einer Schutzverbindung ausstatten, die deutlich besser ist als Radex. Hört sich kompliziert an. Eigentlich ist es recht einfach. Weißt du, die ionisierende Strahlung, die nach dem großen Krieg zurückblieb, ist tödlich, weil sie den meisten Lebewesen Schaden auf Zellebene zufügt. Allerdings hat sich der Körper dieser Kreaturen nach mehreren Generationen angepasst und seine Gene so verändert, dass ein Zellverfall verhindert wird. Ich glaube, ich weiß, wie ich diese genetische Neustrukturierung beschleunigt replizieren kann. Statt in Jahrzehnten kann ich sie in Augenblicken durchführen, zumindest für einen kurzen Zeitraum. Klingt gut. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf mich zählen. Ich weiß das Angebot zu schätzen, aber leider hänge ich an einem Problem fest. Die Exemplare, die ich bereits habe, können nur begrenzt Blut- und Genmaterial spenden. Wenn ich zu viel entnehme, sterben sie. Deshalb brauche ich zusätzliche Blutproben von den Kreaturen im Commonwealth. Bekomme ich etwas von der Verbindung, an der du arbeitest? Wenn ich einen Durchbruch erziele, bekommst du als erstes etwas, nachdem ich sie an mir getestet habe. Ich habe deinen Pip-Boy so modifiziert, dass er die Leiche jeder kürzlich getöteten Kreatur auswertet, die die passende Blutgruppe hat. Du musst dann nur noch geeignete Proben entnehmen und sie zu mir bringen. Hey, ich weiß wirklich zu schätzen, dass du das für mich tust. Schön zu wissen, dass ich nicht die Einzige in der Bruderschaft bin, die dem Fortschritt aufgeschlossen gegenübersteht. Blutproben sammeln, ja. Hey, was ist das, ne? Ich muss dir was Wichtiges sagen. Es ist wirklich toll, dass du meinen Mister trägst. Es ist so... Ich hatte schon lange keinen Freund mehr. Ich bin ein Lügner. Jeder weiß, dass ich... Ich mache kein Geheimnis daraus. Ich bin ein Betrüger. Durch und durch. In meiner Jugend vor langer, langer Zeit war ich... Tja, Abschaum. Ein Fanatiker. Und zwar ein sehr gewalttätiger. You're lying. Willst du mir wieder deine Lügen verkaufen? Lass es. Hör mir zu. Bitte beurteile mich erst dann. Ich war bei einer Gang in University Point. Wir nannten uns die UP Deathclaws. Wir terrorisierten jeden, den wir für einen Cent hielten. Wir stachelten uns gegenseitig an. Erst kam Sachbeschädigung, dann Prügeleien und dann schließlich Lynchmord. Unser Anführer war überzeugt, dass wir einen Cent gefunden und getötet hatten. Im Nachhinein bin ich mir nicht mehr so sicher. Warum erzählst du mir das? Was ist das für ein Spielchen? Das nennt man Beichte. Soll gut für die Seele sein. Also habe ich mich von meinen Brüdern abgewendet, den Kontakt abgebrochen. Später wurde ich Bauer, wenn du mir das glaubst. Dann traf ich jemanden. Sie sah etwas in mir, von dem ich nicht wusste, dass es da war. Barbara. Barbara war einfach da. Wenn du die Wahrheit sagst, hast du sie nicht verdient. Ich weiß. Immer noch. Trotzdem habe ich Barbara geheiratet. Wir wollten Kinder. Wollten überleben. Dann eines Tages stellte sich heraus, dass Barbara ein Sünd war. Sie wusste es nicht. Ich auch nicht. Keine Ahnung, wie die Deathclaws es erfahren hatten. Aber
Es wurde blutig. Karma got you. Das muss schrecklich gewesen sein. Danach erinnere ich mich nicht mehr an viel. Ich weiß, dass ich die meisten Claws getötet habe. Das hat wohl Eindruck gemacht. Die Railroad kontaktierte mich. Sie wussten, dass meine Frau tot war und sie wussten, was ich getan hatte. Gibst du jetzt zu, dass es gelogen war? Und nutzt es für eine dumme Lektion? Das habe ich wohl verdient. Nein. Das ist das Ende der Geschichte. Ich weiß nicht mal, warum ich lüge. Aber ich kann einfach nicht die Wahrheit sagen. Tom, Des, du, sogar dieses Arschloch Carrington. Alle verdienen es, in der Railroad zu sein. Ich nicht. Ich stehe für alles, was mit diesem scheiß Commonwealth nicht stimmt. Du bist mein einziger Freund. Ich verdiene dein Mitgefühl nicht. Ich bitte nicht mal darum. Aber ich dachte mir, du solltest es wissen. Und hast du gestern das Spiel gesehen? Ich habe das Spiel gestern selbst gespielt. Ich kaufte die Geschichte nicht ab. Sehr verständlich. Aber glaub mir, du bist mein Freund. Vielleicht der Einzige. Wenn es hart auf hart kommt, bin ich bei dir. Na dann, danke. Cloak and Dagger Perk. Dieses Partnerding ist schon verrückt. Manchmal will ich einfach einen Stealth Boy aktivieren und abhauen. Geht jetzt gerade nicht. Weil er keinen Pitboy, Stealth Boy hat, ne? Deswegen geht's nicht. Knappe. Ich wünschte, ich wäre auch schon alt genug zum Kämpfen, Schwester. Maxon sagt, dass wir die Zukunft der Bruderschaft sind. Deshalb müssen wir lernen, so viel wir können. Unglaublich, dass ich wirklich auf der Pridwin dienen darf. Die zu Hause sind alle so neidisch. Knappe. Einmal bin ich mit einem Vertibird geflogen. Ich durfte sogar ein paar Mal mit der Minigun schießen. Der beste Tag meines Lebens. Wenn ein wilder Ghoul hier hochkommt, lege ich ihn um. Ist er schließlich kein Mensch oder so? Ich habe keine Angst vor Sins. Das sind eigentlich auch nur Roboter, oder? Entschuldigung, Knappe. Lang lebe die Bruderschaft und lang lebe Ältester Maxon. Ältester Maxon hat ebenfalls als Knappe angefangen. Wenn ich hart arbeite, werde ich vielleicht auch mal Ältester. Ad Victoriam, Ritter. Wir sollen ihn mitnehmen? Ja. Hast du Blutproben für mich, Ritter? Nein, tut mir leid. Nicht aufgeben. Da draußen gibt es eine Menge davon. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du nach den Blutproben suchst. Sobald ich einen Durchbruch erziele, lasse ich es dich wissen. Ich war ja noch nicht mal draußen. Also wie soll ich denn hier Blutproben gesammelt haben? Das geht doch gar nicht. Aber wir können ja mal quicksafen. Sicher, sicher. Also, ein Gatling-Laser. Schon eine zweite Laser. Mit so einem Knappen auf einem Kriegsschiff gefallen mir nicht. Aber Maxon glaubt, dass sie im Kampf trainieren sollten. Quatsch, jetzt immer irgendwie. Ach, deswegen wollte er wahrscheinlich, dass ich ihn mitnehme, ne? Ja. Was eine 5 Kilo Kakerlake mit einem Auftriebsregulator macht? Kann's mir vorstellen. Komm mir nicht so. Das größte Kriegsschiff der Bruderschaft von Käfern erledigt werden. Ist ja schon gut. Erzähl nur Ingram nichts, okay? Gut, aber es gibt einen Grund, warum man in der Nähe der Instrumente nicht essen darf. Da du überladen bist, ergreife ich die Gelegenheit, dir meine ungekürzte Ausgabe von Krieg und Frieden vorzulesen. Weißt du, bevor ich ins Commonwealth verfrachtet wurde, dachte ich, dass Ältester Lyons in ein paar Punkten durchaus recht hat. Lyons? In der Bruderschaft im Ödland der Hauptstadt ging es darum, den Menschen zu helfen. Aber dieser Einsatz hat mir jetzt die Augen geöffnet. Auf dem Flug hierher sind wir an vielen Städten vorbeigeflogen, mit den höchsten Gebäuden, die ich je gesehen habe.
Einige fast so hoch, wie die Pridwin geflogen ist. Und wer nutzt sie jetzt noch? Mutanten. Freaks. Als ich diese Zerstörung sah, mehrere Dutzend Millionen Tote, ermordet durch entfesselte Technologie, war mir alles so klar. Ältester Maxon hat recht. Das Ödland muss gereinigt werden. Und es liegt an uns, das zu tun. Lions, das war doch die Blonde, oder? So hieß sie doch, glaube ich. Genau, Sarah Lyons. Und der Typ, der davor ältester war, der hieß natürlich auch Lyons, war ihr Vater gewesen, ne? Zeit vergeudet werden. Obgleich ich deine Mühen durchaus zu schätzen weiß, Anwärter, schadet die schiere Menge der Anschuldigungen, mit denen du deine Brüder und Schwestern als Sündagenten verdächtigst, der Moral auf dem Schiff sowie deiner eigenen Glaubwürdigkeit. Proctor Ingram, Paladin Dance, ältester Maxon. Mir ist klar, dass unsere Mission sehr schwierig ist. Und aus diesem Grund werde ich hinsichtlich des Schadens, den du verursacht hast, mildernde Umstände walten lassen. Deine Versetzung ist mit sofortiger Wirkung gültig. Willkommen bei der Erkundung, Anwärter. Mach uns stolz. Hat er recht, der Anwärter? Oder nur bei Dance? Ich glaube, der hatte nur bei Dance recht, ne? Zu tief. Ingram? Du bist also der neue Rekrut, von dem man mir erzählt hat. Nicht ganz, was ich erwartet habe. Was hast du denn erwartet? Die letzten Rekruten, die wir hatten, waren Ödländer. Dreckig, heruntergekommen und auf der Suche nach Almosen. Sie waren verzweifelt und auf der Suche nach einem Ausweg. Du siehst mir aus, als hättest du einen echten Grund, hier zu sein. Wie dem auch sei, du bist hier, um mich zu sehen. Also können wir es auch gleich hinter uns bringen. Mein Name ist Ingram. Und diese herrlich schmierige Schraubgrube ist der Ort, an dem du mich für gewöhnlich findest. Ist deine Powerrüstung zu eng im Schritt, droht die Pridwin abzuschmieren, läuft ein Roboter amok, dann komm zu mir. Vielleicht solltest du zusätzlich noch Benimmunterricht erteilen. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber wenn du so viel zu tun hast wie ich, bleibt keine Zeit für Verbeugungen und Handküsse. Es vergeht kein Tag auf diesem Kahn, an dem nicht 5 oder 6 Sachen kaputt gehen. Und da ich hier feststecke, bin ich nicht mehr so agil wie früher. Die Arbeit wird einfach immer mehr. Der ist 20 Jahre alt, sieht aus wie 40, ja? Okay. Möchtest du mir erzählen, wie das mit dir passiert ist? Das ist schon ein wenig persönlich, meinst du nicht? Wenn wir zusammenarbeiten sollen, wäre es gut, wenn wir einander besser kennenlernen. Da hast du wohl recht. Ich kämpfte mit der stählernen Bruderschaft im Ödland der Hauptstadt. Wir arbeiteten an einem Sammelplatz für Power-Rüstungstruppen. Wir befanden uns an einem Kamm über dem Schlachtfeld. Ich würde sagen, da ging es rund 30 Meter runter. Gegen wen habt ihr gekämpft? Supermutanten. Diese Mistkerle hatten sich ein paar Behemoths geschnappt und marschierten auf unsere Hauptbasis zu. Um es kurz zu machen, der Kamm, auf dem ich stand, wurde von einer Nuklearrakete getroffen. Der Großteil der Klippe wurde weggesprengt. Und die Plattform, auf der ich stand, kippte zur Seite weg. Wenn ich nicht gerade eine Powerrüstung ausprobiert hätte, wäre ich draufgegangen. It's a miracle.
Es ist ein Wunder, dass du das überlebt hast. Nein, nur einfache Ingenieurskunst. Meine Powerrüstung hat das meiste abgefangen. Und ich würde es nicht Überleben nennen, beide Beine zerquetscht zu bekommen. Wie dem auch sei, du bist sicher hier, weil du eine Powerrüstung willst. In Bucht 3 steht eine recht ordentliche T-60, die du haben kannst. Der linke Beinservo schmiert ein wenig, aber das Ding hält dir die Biester vom Leib. Oh, und wenn du an deiner Powerrüstung arbeiten möchtest, kannst du gern das Werkzeug hier verwenden. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss zurück an die Arbeit. Ja, aber wie gesagt, der sieht aus wie 40 oder so, ey. Voll der alte Sack. Proctor Quinlan. Ah, gut, da bist du ja endlich. Leg die Bücher einfach irgendwo hin. Ich schaue sie mir an, sobald ich Zeit finde. Was? Nicht einmal ein Dankeschön? Ich muss mich doch wohl kaum... Oh weh, offenbar habe ich dich mit jemandem verwechselt. Da du ja offensichtlich nicht die Person bist, die ich erwartet hatte, würde es dir etwas ausmachen, mir den Grund deines Besuchs mitzuteilen? Das frage ich mich selbst. Du kommst mir nicht bekannt vor, was mich zu dem Schluss führt, dass du ein neuer Rekrut bist. Um genau zu sein, der, den Paladin Dance in seinem Bericht erwähnt hat. Oh. Unter normalen Umständen würde ich dir eine angemessene Einweisung in meine Abteilung erteilen. Allerdings stehe ich enorm unter Zeitdruck, da ich Forschungspatrouillen einteilen muss und mit Anfragen zu technischen Dokumenten überhäuft werde. Leider fehlt mir das Personal, um das alles hinzubekommen. Um welche Art technischer Dokumente geht es denn? Die Bruderschaft ist hauptsächlich an Informationen interessiert, die uns bei unserer aktuellen Mission helfen könnten. Medizinische Aufzeichnungen, wissenschaftliche Veröffentlichungen, Waffenbaupläne. Wenn es nützliche Daten enthält, brauchen wir es. Was genau ist eine Forschungspatrouille? Einfach gesagt, entsenden wir 2 Mann zu einer Position, damit sie diese erkunden und ihre technisch und historische Relevanz evaluieren. Dadurch wird verhindert, dass wir einen kompletten Rückholtrupp in ein wertloses Gebiet schicken. Frag doch einfach, wenn du meine Hilfe brauchst. Mir war nicht klar, dass dich das interessiert, Ritter. Halte bei deiner Patrouille im Commonwealth die Augen offen nach Blaupausen, Memos, Anleitungen, Büchern, Diagrammen. Also nach allem, was brauchbare technische Daten enthält. Ich bin autorisiert, dich für jede Dokumenteneinheit zu entlohnen, die du findest. Und wenn du gern Teil einer Forschungspatrouille sein möchtest, habe ich eine Menge, die noch Personal benötigen. Wie dem auch sei. Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Ritter. Wenn das doch nur Missionen zulassen würde, um Menschen zu helfen. Manchmal kommt man damit wesentlich weiter. Ja, nur manchmal, ja, ja. Ach, hast du jetzt Zeit für mich? Captain Kate. Freut mich, dass du endlich vorbeischaust, Soldat. Bereit für deine medizinische Untersuchung? Endlich? War vorhin schon da. Welche medizinische Untersuchung? Mir geht es gut. Kein Grund zur Sorge. Ich habe nur ein paar einfache Fragen zu deiner Krankengeschichte. Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass du nichts hier hochschleppst, was eine Gefahr für die Besatzung darstellen könnte. Ich stelle dir jetzt einige medizinische Fragen und ich möchte, dass du mir nach bestem Wissen und Gewissen antwortest. Erste Frage. Warst du als Kind jemals längerer Zeit radioaktiver Strahlung ausgesetzt? Denke ich nicht besser, ihn als allerersten dann aufzusuchen, anstatt ihn als letzten? Hm. Naja. Wäre das dem Überwachungssystem von Vault-Tec nicht längst aufgefallen? Dem Überwachungssystem von Vault-Tec? Lass mich kurz mal in meine Aufzeichnungen schauen. Du warst ein Vault-Bewohner? Wahrscheinlich bist du gesünder als jeder andere hier an Bord. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich das in deinen Akten übersehen habe. Bin einfach nur die Fragen durchgegangen. Du verstehst das sicher. Gut. Zweite Frage. Hattest du je eine ansteckende Krankheit oder Kontakt mit einer Person, die nachweisbar an einer erkrankt war? Disease.
Gab es Probleme mit ansteckenden Krankheiten unter der Besatzung? Also, ehrlich gesagt, ja. Es kommt mitunter vor, dass unsere Erkundungstrupps Kontakt mit kontaminierten Umgebungen oder kranken Kreaturen haben. Wir möchten verhindern, dass ein einzelnes Besatzungsmitglied das ganze Schiff ansteckt. Aber bei dieser Untersuchung geht es um dich. Also, hattest du je eine ansteckende Krankheit oder Kontakt mit einer Person, die nachweisbar an einer erkrankt war? Ehrlich gesagt, kann ich mich nicht mehr erinnern. Nun, da du offenbar unter keinen langfristigen negativen Auswirkungen leidest, gehe ich mal davon aus, dass das nicht der Fall war. Dritte Frage. Bitte antworte ganz ehrlich. Hattest du je eine sexuelle Beziehung mit einer Spezies, die man gemeinhin als nicht menschlich bezeichnet? Kommt das so häufig vor, dass es dafür eine eigene Frage geben muss? Du würdest dich wundern, wie viele Ödländer diese Frage mit Ja beantworten. Zum Glück betrachtet die Bruderschaft derartiges Verhalten als höchst geschmacklos. Da du ja nicht sonderlich viel Zeit im Ödland verbracht hast, gehe ich davon aus, dass die Antwort Nein lautet. Letzte Frage. Hättest du ein Problem damit, einen Feind der Bruderschaft zu töten? Egal ob Mensch, ehemaliger Mensch oder Maschine? Nein, überhaupt kein Problem. Hervorragend. Dann passt du hier ja wunderbar rein. Hervorragend. Damit hätte ich alle Informationen, die ich brauche. Ich wüsste keinen Grund, dich nicht umgehend diensttauglich zu schreiben. Wenn du je medizinische Hilfe brauchst, dann sag es mir. Ich hab Durst. Kriege ich meinen eigenen Vertibird? Wo sind Maxton? Maxton! Maxton, wo bist du? Frage wie gefordert: Remote-Einheiten alle 30 Sekunden an. Maxton! Wo ist die so? Ist der draußen? Anzeige festziehen. So? Jetzt in der Mitte treffen. Da? Jetzt halbieren. Willst du das machen? Nein, nein. Du hast es schon fast. Willst du das machen? Nein, nein. Du hast es ja schon fast. Ja. Ob ich das überlebe? Wenn ich da runterspringe? Gegen was ballern die da eigentlich? Ein Schießstand, wa? Geronimo! Easy. Das ist meiner?
Wo fliegt der jetzt hin? Let's go! Hello? Let's go! Okay, dann nicht. Kopf, Unterlag und Körpermitte. Nicht alles im Ödland verfügt über alle drei, aber garantiert über mindestens eins davon. Herausragend! Ich sehe, ihr braucht meine Aufsicht nicht. Und meine letzte Regel? Keine Verletzung. Wer so dumm ist, sich im Training zu verletzen, kann selbst zur Krankenstation gehen. Wo ist denn Maxen? Oben. Wenn die mich verarschen, die wäre gerade extra runtergesprungen. Mädchen, die verarschen mich. Schon mal mit einer Minigun geschossen? Zerfetzt wilde Ghule wie Papier. Grüße, Ritter. Hab gehört, du hast einen neuen Auftrag. Ja, Forschungspatrouille. Ha, auf Einsatzgelehrte aufpassen. Toller Job. Besser als Wachdienst. Warum? Was hast du? Vorhut. Mach keine Witze. Nach der nächsten Rotation geht's los. Ich lasse dir ein paar Supermutanten übrig. Du Glückspilz. Glückspilz. So Forschungstruppe? Ja. Du wanderst gerne, oder? Mit dir habe ich schon mehr vom Commonwealth gesehen als in all den Jahren zuvor. Alles schon geplündert, ey. Ich plündere hier verdammt nochmal. Sei gegrüßt, Ritter. Die ganzen Ghule sind doch alle weg, ne? Kein einziger Ghoul mehr am Leben, ey. Verdammt. Ah, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Star-Paladin? Ich bin der Vernichter. Manche sagen auch Ausputzer. Kaum zu glauben, dass Supermutanten früher Menschen waren. Wie konnte die Wissenschaft nur derart versagen?
Nimm Proviant mit. Sonst musst du am Ende noch echt fragwürdige Sachen essen, um am Leben zu bleiben. Okay. Komme ich dann da rein? Ah. Da ist Loot drin, aber ich kann nicht ran. Jetzt, wenn da irgendwas steht. Das ist irgendeine Hitbox. Irgendeine Hitbox ist da, die man nicht sieht. Ey. Röhrenknappe. So, wie komme ich jetzt aber hoch? Die Pridwen ist ein grandioses Schiff und wir können uns glücklich schätzen, sie zu haben. Oh, warte mal, ich werde mal kurz auf den Tower mal hochgehen und gucken. Inaccessible. Inaccessible. Wie man einfach hoch teleportiert wird. Lul. Lul. So, wo ist denn jetzt eigentlich hier der Spaten? Maxen, du Sau, Alter, wo bist du? Jetzt hast du dir die Pridwen ja angesehen. Was meinst du, Ritter? Ehrlich gesagt bin ich verblüfft, dass sie sich in der Luft hält. Es enttäuscht mich, wie kaltschnäuzig du sie abtust. Die hellsten Köpfe der Bruderschaft haben mehr als 2 Jahre gebraucht, sie zu planen. Und doppelt so lange, sie zu bauen. Wo wurde die Pridwen gebaut? In der Adams Air Force Base, direkt vor Washington, D.C. Nach unserem Sieg über die Enklave gab es dort Unmengen von Schrott und nutzbaren Komponenten. In den ersten 2 Jahren beschafften wir die Teile. Den Rest verbrachten wir damit, das Schiff zu bauen. Es war die Mühe wert. Mit der Pridwen in unserem Arsenal können wir unsere gesamte Division mobilisieren und sie an jeden Ort schicken, an dem ältester Maxen sie braucht. Dank ihrer Anwesenheit im Commonwealth ist garantiert, dass unser Einsatz gegen das Institut siegreich enden wird. Hat die Bruderschaft je zuvor Luftschiffe gebaut? Vor langer Zeit wurden weniger fortschrittliche Varianten dieses Schiffs an der Westküste gebaut. Die historischen Aufzeichnungen über ihren aktuellen Status sind strittig, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass sie zerstört wurden. Wie dem auch sei, ich hoffe, dass dein Rundgang durch die Pridwen dir geholfen hat, dich an unser Leben hier oben zu gewöhnen. Du wirst sehen, je vertrauter du mit ihren Fähigkeiten und ihrer Besatzung bist, desto länger hältst du als Mitglied der Bruderschaft durch. Das wäre alles, Ritter. Okay. Das Array wird noch immer von Streufunksignalen gestört. Versuche, sie rauszufiltern. Klar. Er hat so ein bisschen ausgeschmückt, ne? Versuche
Versuche, Reaktorschwankungen zu minimieren. Passe Kompressionsrate an. Was ist denn Maxton? Ich find's komisch, dass man ihn jetzt nicht mehr findet. Wo soll der sein? Ist der bei sich im Zimmer? Bevor man nicht einen Brahmin mit einem Vertibird umgeschubst hat. Das ist mal eine echte Herausforderung. Da brauche ich den Schlüssel. Wo ist Maxton? Der wird doch nicht hier irgendwo rumrennen. Dafür ist er doch viel zu wichtig. Ich würde es einfach liegen lassen. Bleib weg von wilden Ghulen. Es sei denn, du möchtest dir die Strahlenkrankheit holen. Im Moment gibt es nichts Neues zu melden, Ritter. Proktor Tegan. Kann ich dir behilflich sein? Hast du etwas Außergewöhnliches? Ich habe da ein paar spezielle Mods, an denen ich gerade arbeite. Das ist eine Art Hobby, mit dem ich mir die Zeit vertreibe. Sind echt starke Dinger. Schraub dir ein paar davon an deine Waffen. Und du wirst aus dem Grinsen nicht mehr rauskommen. Lass mal sehen. Bin mir sicher, dass ich was habe, das deine Augen zum Leuchten bringt. Reingequetscht, so von wegen, die wollten unbedingt die Bruderschaft dabei haben? Ja, das kann sein. Alter, der hat richtig viel Zeug, ey. Vor allem 6 Cores hat der. Über 1000 Schuss hat der. Krass. Gar nicht so schlecht, wenn du mich fragst. Und das hier, Power Armor Frame, das ist doch der Anzug, wenn ich mich irre. Power Armor Frame ist doch der Anzug. Also kann man den vielleicht doch kaufen. Vielleicht kannst du doch wirklich jedem Versorger eine Power Armor geben oder sowas. Increase Action Point Refresh Speed. 10% Reduce an Action Points Cost. Schau, dass ich die Helme nicht unsichtbar machen kann, sonst würde ich den nämlich anziehen. Tatsächlich. Bei 10% besseren Watts wäre schon echt geil. Stattdessen will ich aber den hier nehmen. Den würde ich schon gerne nehmen, aber Helm kann ich leider nicht unsichtbar machen. Mal die kleinen Dinger. Und dann gucken wir mal, was noch übrig bleibt. Nächsten, den kennen wir und so weiter. Geile Idee. Naja, ist halt was anderes, ne, Mädchen? Wie hättest du das denn gemacht? Sagen wir mal, wenn alle darauf, sagen wir mal, das sind 20 Leute und 18 sagen, ja, die Bruderschaft muss rein. Und du musst dann darüber entscheiden, wie sie denn da reinkommt. Wie würdest du das machen? Leather Coat. Ach, das ist das Ding. Okay.
Steht auf Luftschiffe? Wieso? Wie kommst du denn darauf? Skyrim, gibt es auch Luftschiffe? Echt? Ich habe nie eins gesehen. Aber es ist ja Left Leg. Nee. Hau ab. Ein paar behalte ich. Wieder hole ich weg. Okay. Road Leather. Das ist doch hier dieser Lederanzug, war ja. Ja. Das kann ich alles kaputt machen. Die würde ich gerne behalten. Pose. Straps ist einfach nur im Prinzip eigentlich auch dasselbe, oder? Und das eine ist schwerer und das andere ist leichter. Study Summer Shorts. Elf Stück habe ich davon? Crazy. Die Dreamer hatten zwei Stück, echt? Naja, also das Betreten, das hat man ja mal gemacht, ne? Das war ja unterwältigend. Um es mal gelinde auszutragen, ja? Du hast es ja so krass angepriesen, dass ich echt unterwältigt war von dem Flugschiff. Aber hatte ich jetzt auch nicht mehr im Kopf gehabt, ne? Erst nachdem du es gerade nochmal angesprochen hattest. Increase Action Points, den will ich behalten. Disarm kann weg. Oder ist das schon wieder ein Left? Left Leg kann weg. Okay. Was haben wir denn so an legendären Waffen, die ich nicht brauche? Zum Beispiel Two-Shot 10mm Pistole. Nee, hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. 200 hätte ich noch. Ja. Den kannst du noch haben. 200. Willst du noch ein paar Granaten? Und was hältst du denn von 17 Ordner? Deal? Deal. Guck mal, wie der abgeht drauf. Wenn du technische Dokumente findest, solltest du sie zu Proctor Quinlan bringen und analysieren lassen. Mein Hahn ist ausgezogen. Brech halt.
Ja, die kriegen wir auch noch irgendwann weg. Die Waffe. Ach so. Gar nicht gelesen, ne? Ähnlich wie bei dem Minuteman. Du baust sie mit Dins auf und irgendwann hast du eine Mission und Kommunikation hergestellt und dann kommen die ein paar zu Fuß oder per Vertibird. Hört sich auf jeden Fall nicht verkehrt an, ja. Also wie ich sie jetzt persönlich eingebaut hätte, kann ich dir gar nicht sagen. Aber ja, das finde ich gar nicht so schlecht, die Idee. Von wegen Erkundungsteam. Und da muss man halt das Erkundungsteam sozusagen aufbauen. Ne? Das willst du doch damit sagen. Und dann, dass dann vielleicht noch ein zweites Erkundungsteam kommt. Oder vielleicht noch ein drittes Erkundungsteam kommt. Und dann kommt so langsam die Britwin, ne? Hört sich irgendwie so schlecht an, ja. Ist eine gute Idee. Kannst du eine Mod schreiben, wo man das so machen kann? Wirklich schon längst tot. Das glaube ich dir sofort. Casa del Deacon. Terminal Master.